Also regelmäßig draußen würdest du den im Sommer hernehmen? Nein. Warum nicht? Einfach zu warm. Und mit viel Wärmekraft. Hilfe! So wie. Machen wir die Szene vielleicht einfach nur mal. Können wir gerne machen. Genau. Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Zu Besuch ist heute der Stefan bei mir im Wald. Servus, grüß euch. Wir machen nicht nur einen Overnighter, sondern Stefan dreht hier auch ein paar Szenen für sein neues Video. Und da schauen wir ein bisschen in den Background, beziehungsweise so ein kleines Behind the Scenes. Ich hoffe, ihr habt Bock, bleibt dran. Zeigt mal, wie so ein Video entsteht, welcher Aufwand das ist. Genau, nach der ganzen Mühe haben wir uns verdient, dass wir ein bisschen was grillen. Behind the Scenes. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Okay, ja. Es wirkt zu so blass, gell, gegenüber die Originalfarben eigentlich. Das glänzt also. Ein bisschen. So, ich weiß gar nicht, ob ihr die Idee habe, überhaupt so top damals dabei gehabt. Ja, doch, es war ja so saukalt. Aber da habe ich das auch, da habe ich nur das alte gehabt, da habe ich das die Idee noch nicht gehabt, das haben wir mal daraufhin dann gekauft. Sag ich doch. Das passt dann fast zum Wald, gell? Ja. Üben. Hallo Leute, immer wieder werde ich gefragt, welchen Schlafsack können wir denn eigentlich kaufen? Und Schlafsack ist einfach wichtig, den braucht man so wie jetzt hier zum Bushcraft, den braucht man Auto, den braucht man für Survival. Der ist wichtig für Krisen, der ist richtig zum Preppern, denn gesunder Schlaf ist gerade in einer Krise oder draußen einfach unendlich wichtig und gesunden Schlaf habe ich nicht, wenn ich in einem Sommerschlafsack im Winter draußen bin, dann püppere ich die ganze Nacht, aber zum Schlafen komme ich nicht. Was ist da für mich interessant oder nicht? Und wir werden uns einfach verschiedene anschauen. Ich habe hier da vom High-End-Gerät von Griazipack bis zur Supermarkt-Tüte Defense 4 Snackpack. Wir werden uns heute einfach ein paar Sachen anschauen, damit ihr dann wisst, was letztendlich für euch wichtig ist. Das ist scheiße, ich war viel zu weit. Da mache ich jetzt schnell dies und ja. Schneid da ist Zähne zwischen mit rein. Dazu fragen wir einfach mal meinen Kumpel Bernd von Wandern, Buschkraft und Outdoor. Den Kanal verlinke ich euch unten. Du hast ja den Defense 4. Ja. Seit vielen Jahren, oder? 4 bis 5 Jahre so. Genau. Er ist ja regelmäßig draußen, würdest du den im Sommer hernehmen? Nein. Warum nicht? Einfach zu warm. Ja, wenn es nur eine leichte Unschärfe ist, ist das. Da bist du. Oh. Nee, das ist das nicht. Also was blau ist, ist scharf. Das weiß ich, das ist dieser Peak Search. Genau. Aber so. Ja, du darfst nicht zu nah so weggehen. Okay. Ja, oder halt, wie gesagt, dann notfalls mal da drauf drücken, dann macht das scharf, habe ich festgestellt. Wir können ja einen Insert drehen, dass du einfach mit dem Finger ein bisschen auf die Nähe zeigst. Das ist eine gute Idee. Diese Temperaturen werden an Puppen gemacht, die quasi immer gerade da liegen. Bräuchte ich wieder dich als Cameraman? Und hier ist die gleiche Naht.
Das heißt, er hat keine überlappende Nähte. Das heißt, an diese Nähte hast du natürlich dann eine Kältebrücke und dann kann es natürlich kalt werden. Ihr kennt es also, ob euer Schlafsack noch gut ist, einmal testen, indem dass ihr hier mit der Taschenlampe so drüber geht. Ehrlich, ohne Inlet im Winter keine Chance. Echt? Ja, wegen dem, weil oben halt offen ist. Und jetzt den Wärmekran. Hilfe! So wie. Prost! Man denkt, das ist so rumgelegen gestern im Kühlschrank, wenn ich nehme doch gleich mit. Mhm. Ja, ich hatte früher auch immer so einen kleinen Vorrat von Mäcki und so. Das ist übrig geblieben. Genau. Das ist ja. Wahnsinn. Eine bodenlose Frechheit. Behind the scenes. Sense. Behind the scenes. Also ich bin ja Bayer, so ist es ja. Das weiß ich nicht. Ich habe schon Nacht auf der Kamera. Morgen und Ende. Ah, guter Kaffee, richtiger Kaffee. Ja, das ist echt gut. Ja Leute, das war's. Wir packen zusammen Und schauen dann nach Hause. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und habt schon was gelernt dabei, wie das hinter die Szene noch geht. Genau. Alles klar. Gut, Stefan, schön, dass du da warst wieder. Ja, war mir gefreut. Machen wir gerne wieder. Jawohl. Bis dann, servus. War noch ein bisschen verklebt beim Reden, aber egal.